Hallo meine lieben Freunde und ich grüße euch ganz herzlich hier zu einem neuen Beitrag auf dem Kanal Marc Gademann klärt auf. Heute beschäftigen wir uns mit der Frage, kann Donald Trump den Krieg in der Ukraine stoppen? Die Welt meldet hierzu ein Zitat von Trump, er sagt, binnen 24 Stunden beende ich den Krieg in der Ukraine. Donald Trump lässt sich erstmals wieder von ihm verhassten Sender CNN interviewen. Danach ist endgültig klar, was Europa nach einer Wiederwahl erwartet. Für den Ukraine-Krieg verspricht er eine schnelle Lösung. Donald Trump kommt aus den Schlagzeilen nicht raus und das ist dem Ex-US-Präsidenten recht. Denn in den Umfragen läuft es derzeit ausgezeichnet für ihn. Selbst nachdem am Dienstag eine Jury in New York entschied, dass Trump sich des sexuellen Übergriffs und der Verleumdung schuldig gemacht hat, er soll 5 Millionen Dollar an die erfolgreiche Klägerin zahlen. Trump geht in Berufung. Am Mittwoch dann setzte sich der 76-Jährige beim Town Hall Meeting zum Interview mit der CNN-Moderatorin Caitlin Collins. Es war sein erstes Interview in einem nicht konservativen TV-Medium seit 2020. Er tat es in Trumps Stil. In überheblicher Macho-Manier parierte er die Fragen der 31-Jährigen, würdigte die Journalistin kaum eines Blickes. Ich erkläre Ihnen das jetzt mal, ja? Hören Sie zu, leitete Trump seine Antworten ein. Als ihm Collins Beharren auf der Gesetzeslage in der Frage illegal gelagerte Regierungsunterlagen zu viel wurde, raunzte er, sie sind eine hinterhältige Person. Da lachten Trump-Fans im Publikum laut auf. Deutsche und europäische Ohren ließen noch mehr aufhorchen, was Trump zu Russlands Angriff auf die Ukraine zu sagen hatte. Auf die Frage, ob er Wladimir Putin für einen Kriegsverbrecher halte, sagte er, Zitat, das ist etwas, über das wir später reden sollten. Wenn man sagt, er sei ein Kriegsverbrecher, dann wird ein Deal viel härter, um das Ganze zu stoppen. Denn dann kommen die Leute und holen ihn und lassen ihn hinrichten. Dann wird er noch härter kämpfen. Der Internationale Strafgerichtshof hatte Mitte März einen Haftbefehl gegen den russischen Präsidenten wegen Kriegsverbrechen erlassen. Was hier nicht erwähnt wird, auch von ukrainischer Seite wurden Kriegsverbrechen begangen, wie auch ein Bericht der Vereinten Nationen War Crime in Ukraine ganz klar aufgedeckt oder analysiert hatte. Absolut furchtbar. Auch das ukrainische Militär hat zivile Einrichtungen beschossen. Das wird hier natürlich jetzt wieder weggelassen. Zwar räumte Trump ein, dass Putin mit seinem Angriff auf die Ukraine einen Fehler gemacht hat, um hinzuzufügen, Zitat, was er nie getan hätte, wenn ich Präsident gewesen wäre. Wenn er wieder US-Präsident sei, so Trump, beende ich den Krieg binnen 24 Stunden. Wie er einen so spontanen Frieden aushandeln wolle, sagte Trump hingegen nicht. In meinem letzten Video hatte ich darauf verwiesen, das auch aktuell noch hochlädt, dass Trump auch die Waffenlieferungen an die Ukraine weitestgehend ablehnt von amerikanischer Seite. Was er auch nicht sagte, war, dass in diesem Szenario die Ukraine auf der Siegerseite stehen soll. Wollen Sie, dass die Ukraine den Krieg gewinnt, fragte Collins. Keine Antwort. In Trumps, möchte also eine andere Lösung finden, heißt es hier. Also es geht darum, dass man Trump jetzt vorwirft, er würde Kriegsverbrechen verharmlosen. Aber Trump hat letztlich eigentlich nur gesagt, dass ob Putin ein Kriegsverbrecher ist, sollte man später klären. Denn, und das habe ich auch schon erklärt, Putin zu verhaften ist nicht so einfach. Denn um einen Mafia-Paten, so wie Joe Biden auch ein Mafia-Pate ist, den man nicht einfach verhaften könnte, das gilt auch für Wladimir Putin. Wenn ein russischer Mafia-Pate in einem Land, wo er verhaftet würde, landen, so blöd müsste der erstmal sein, das zu tun, dann bräuchte man, um einen Mafia-Paten, eine Mafia einzuschüchtern, massive Sicherheitsleute, die dann drumherum stehen, um dann einzuschüchtern. Und dann, das habe ich auch gesagt, könnte Russland auch beginnen, wahllos irgendwo Raketen hinzuschießen. Ich halte eine weitere Eskalation in dem Ukraine-Konflikt nicht für zielführend. Und wie gesagt, wer kommt denn nach Putin? Also warum sollte der den Krieg dann plötzlich stoppen? Also dieser Regime-Change in Moskau ist in meinen Augen aktuell gar nicht angebracht oder vielleicht auch generell nicht angebracht. Als Collins ein zweites Mal nach dem Schicksal der Ukraine fragte, platzte es aus dem Ex-Staatschef heraus. Ich sage Ihnen was, ich will, dass Europa mehr zahlt. Die zahlen nur 20 Milliarden, wir zahlen 170. Die sollen das ausgleichen. Keine neue Aussage und deshalb nicht noch absehbarer, dass Attacken auf Deutschland und Europa ein fester Bestandteil von Trumps Wahlkampf für den Wiedereinzug ins Weiße Haus sind, behauptet oder schreibt die Bild hier, ist eigentlich der Artikel schon auch recht tendenziös. Ich weiß nicht, ob es als Meinungsbeitrag gekennzeichnet ist. Eigentlich müsste man das dann als Kommentar bzw. Meinungsbeitrag kennzeichnen.
kann es jetzt hier nicht sehen. Also hier sehe ich zumindest nicht, dass irgendwo steht Kommentar oder Meinungsbeitrag. Von Stefanie Bolzen ist der Artikel. Da müsste sie eigentlich sagen, dass das ihre Meinung ist. Ne? Also wenn sie Trump sehr schlecht teilweise darstellt, dann muss sie sagen, dass das ihre Meinung ist. Das darf sie als Journalistin natürlich. Aber dann muss sie das auch als Meinungsbeitrag kennzeichnen. Sonst ist es eigentlich unseriös. So viel dazu. Übrigens, mein Kanal ist übrigens ein Meinungskanal, aber man merkt es auch, ja, weil ich sage hier meine Meinung, aber ich berufe mich ja auch immer wieder auf unterschiedliche Quellen, ja, möchte ich hier auch nochmal betonen, aber das wissen die Leute, die meinen Kanal regelmäßig schauen, abonnieren bitte nicht vergessen, wer hier neu sein sollte, ja, also Trump kritisiert Europa. Ein fester Bestandteil seines Feldzuges ist auch die von Trump weiter unbeeindruckt vorgetragene Lüge, dass er und nicht Joe Biden die Wahl 2020 gewonnen habe. Dass er das Ergebnis 2024 anerkennen würde, sollte er antreten und verlieren, wollte er ebenfalls nicht zusagen. Ja, das, was natürlich verschwiegen wird, in jedem Land auf der Welt gibt es Wahlbetrug. Hört auf, die Menschen für blöd zu verkaufen. Es gab hier massive Beeinflussung von außen. Die US-Spionageabwehr sagte, China, Iran und Russland sind die drei Länder, die ganz stark Einfluss vor allem nehmen, Einfluss genommen hatten auf die US-Wahl. China und Iran eher auf der Seite von Joe Biden stehend, Russland angeblich auf der Seite von Trump stehend, behauptet zumindest die Spionageabwehr. China hat durch die Biowaffe Corona und Bioterrorismus und die Berichterstattung in den Medien, die in dem Fall klar die chinesische Position übernommen haben und mutmaßlich vielleicht auch Wahlbetrug natürlich ein Stück weit dafür gesorgt, dass Trump aus dem Amt geputscht wurde. Ob ohne Wahlbetrug trotzdem Joe Biden gewonnen hätte, das kann ja sein. Aber Fakt ist auf jeden Fall, dass es überall in jedem Land auf der Welt Wahlbetrug gibt, auch in Deutschland. Sowas gibt es nicht nur in Weißrussland. In Hessen gab es Wahlbetrug, das kam raus. Es kommt nur meistens nicht raus und es wird von den Medien auch nicht mal irgendwie investigativ aufgedeckt, sondern so getan, nein, Amerika, die Demokratie. Klar, die Demokratie, die ihre Whistleblower jagt, bis sie in Großbritannien im Knast sitzen, wie mit Julian Assange, der Kriegsverbrechen aufgedeckt hat. Oder Edward Snowden, der in Russland Asyl bekommen hat. Und die USA, die irgendwie fast die alle möglichen Länder bombardiert und über 800 Militärstützpunkte im Ausland haben. Nö, ist die Demokratie. Das glauben die ja wohl selber nicht. Meine Güte, glaubt die Frau das wirklich, was sie ihr schreibt? Gucken wir weiter. Den Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 bezeichnete Trump im CNN-Interview als einen wunderschönen Tag. Ja, aber es ist auch eine Verdrehung, weil er sagt, es war ein wunderschöner Tag, weil er dort eine Rede gehalten hat. Und hier heißt es aber, der Sturm auf das Kapitol bezeichnet er als wunderschönen Tag. Aber ich glaube eher, dass er den Tag meinte, wo er seine Rede gehalten hat. Er habe damals in Washington zu einer Riesenschar Anhänger gesprochen, die dort waren, weil sie die Wahl für manipuliert hielten. Sie kamen als stolze Bürger mit Liebe im Herzen. Es war unglaublich und ein wunderschöner Tag. Bei dem Sturm auf den Kongress durch Trumps Anhänger waren 5 Menschen ums Leben gekommen, darunter ein Polizist. 140 Beamte wurden verletzt. Ja, es ist absolut furchtbar, was da passiert ist, das möchte ich ganz klar sagen. In meinen Augen war das, und nennt mich ruhig Verschwörungstheoretiker, aber es war ein Geheimdienstkrieg, davon gehe ich aus. Da waren unterschiedliche Geheimdienste, die wollten schauen, wer kann da jetzt Präsident werden. Eine Laptop-Diebin, 22 Jahre alt, die hat den Laptop von Nancy Pelosi von den Demokraten geklaut. Eine der härtesten Gegnerinnen von Trump ist Nancy Pelosi und der Laptop von ihr wurde geklaut. Und die Sprecherin von Nancy Pelosi sagte, naja, der Laptop, da sind nur ein paar Vorträge, nichts Wichtiges drauf, so ungefähr. Stimmt nicht, wahrscheinlich, weil die Laptop-Diebin hat die Information auf dem Laptop dem russischen Geheimdienst angeboten. Also ist irgendwas auf dem Laptop drauf, vielleicht irgendwas Kriminelles, was Nancy Pelosi in Bedrängnis bringt. So läuft Politik ab. Glaubt ihr, das sind irgendwelche Demokraten, die da gegeneinander kämpfen? Nein, die würden sich auch an die Macht putschen durch eine falsche Wahl, durch Wahlbetrug, durch Geheimdienstunterstützung, durch Treffen mit ausländischen Agenten. Ja? Trumps Sohn soll sich doch auch mit einer russischen Agentin getroffen haben, um über Hillary Clinton Informationen zu bekommen. Hillary Clinton, eine große Gefahr für den Weltfrieden, muss man ganz klar sagen. Sie will den Iran gerne angreifen, hat sie mal 2008 gesagt. Sie würde vielleicht sogar gegen Russland richtig durchdrehen. Also das wundert mich nicht, dass als Clinton und Trump zur Wahl standen, damals, also davor die Wahl,
dass die Leute dann eher dann von der Tendenz für Trump gewesen sind. Also was bei der US-Wahl passiert ist, da gibt es unterschiedliche Meinungen, aber Wahlbetrug, das gibt es in jedem Land auf der Welt. Also bitte, hört auf, die Menschen hier zu Lemmingen erziehen zu wollen. Was für ein Irrsinn. Gut, also Trump sagt, Amerika soll weniger Waffen liefern, Europa soll mehr Verantwortung übernehmen und es braucht eigentlich, so verstehe ich das, Friedensverhandlungen, eine Friedenslösung und Trump behauptet sogar, ob das stimmt oder nicht, er würde den Krieg innerhalb von 24 Stunden beenden, denn er hat einen guten Draht zu Wladimir Putin, wobei man sagen muss, dass die Frau von Donald Trump, Melania Trump, Angst hat vor Putin, das muss man ganz klar sagen, da gab es ein Video, wo sie ihn ganz erschrocken mal angeguckt hat, wahrscheinlich weil sie weiß, dass Putin eben auch ein Killer ist und das muss man einfach wissen. Gut, liebe Freunde, wenn euch der Beitrag gefallen hat, abonnieren und wer schon länger den Kanal abonniert hat, zeigt das Video auch gerne weiter, zeigt es euren Familienmitgliedern und Freunden, zeigt es an bekannte Leute, vor allem an Menschen, die regelmäßige News im politischen Sinne wollen. Vielen Dank fürs Zuschauen, das war Marc Gardemann klärt auf.